Ich brauche ein Lockout. Das braucht man hier nicht, weil mit diesem System quasi Yeti hat hier ein Schienensystem mit Fox entwickelt, das sogenannte Switch Infinity System, wo der Hinterbau linear hoch und runter arbeitet. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Endlich ist es soweit, der Bikeaufbau unserer neuen Biobikes findet statt und das nicht einfach so, sondern ganz besonders. Wir sind im Radeleck in München und der Marco vom Radeleck wird uns bei diesem Radaufbau stark unterstützen. Das ist der Inhaber und der ist schon ewig mit Bikes unterwegs und dementsprechend wird es da einige richtig coole Tipps und Tricks für den Aufbau geben und natürlich auch einige Erklärungen zur Firma Yeti. Oh, haben wir es jetzt aufgeklärt? Ja, ich denke, das sieht man, nachdem die Bikes jetzt hinter uns stehen. Und übrigens kaufen wir die ganz normal, die Teile auch. Allerdings beim Aufbau steht uns eben der Händler zur Verfügung. Perfekt. Dann werden wir jetzt mal starten, oder? Wir rollen mal alles rein. Hier seht ihr unsere ganzen Teile, die wir haben. Gabel, Rahmen und so weiter. Dann auf einen guten Aufbau. Damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, wo wir uns gerade befinden. Und da hinten stehen eben schon unsere Prachtstücke, die jetzt gleich aufgebaut werden. Mittlerweile sind wir in der Werkstatt und hier wird gerade alles noch final hergerichtet. Ihr seht, unsere Teile sind schon alle aufgestellt und die Rahmen hängen, naja, zumindest einer. Bei mir hängt nur die Sattelstütze. Die fuchst nämlich noch ein bisschen, weil ich ein altes Modell habe. Oh, lieber Marco, was machst du jetzt da ganz genau? Ich fummel die Sattelstütze rein, den Leine, weil man die Reverb nur von dem Sattelrohr nach vorne reinschieben kann und dementsprechend wäre das mit einer anderen Sattelstütze nicht das Problem. Habt ihr jetzt mit einer Schnur es verbunden? Nein, nicht mit einer Schnur, nein. Mit einem, lass mal kurz los, mit einem Leine, siehst du es, hier, da. Und jetzt wird es da reingezogen. Ah, okay. Wir haben bei EasyFrame eine Steinschlagschutzfolie aufziehen lassen, wie ihr hier seht, überall. Maßgeschneidert für mehrere Rahmen, nicht nur für unser Yeti. Lukas, du hast es selber gemacht, oder? Jo. Von deinem Yeti. Ja. Es gibt praktisch ein Kit, was du kaufen kannst und dann selber auch aufkleben kannst. Ja, das Gleiche. Perfekt. Das darf ich jetzt halt professionell aufziehen und ich, der noch nicht ganz so viel Übung habe. Ah, okay. Aber meins war ähnlich aus. Lukas, was machst du gerade hier mit meiner Gabel? Den alten Gabelkonus mache ich runter, weil wir einen neuen Stahlsatz einbauen von Christian König. Christian König? Genau, und da brauchen wir den alten nicht. Also ich habe das in meiner Lehrzeit mit einem Schraubenzieher gemacht und habe dann immer fies von jeder Seite dran geschlagen, aber da gibt es jetzt ein Spezialwerkzeug. Genau, oder? Da hast du dann 20.000 Macken in deiner Gabelbrücke. Ah, okay. Und hier kannst du für Unsummen dieses schöne Parktool-Werkzeug kaufen. Aha. Und dann das professionell runter machen. Schauen wir mal, ob es klappt. Jetzt wird die Gabel abgeschnitten und auf die richtige Länge angepasst. Petra fährt immer sehr schön, sehr flach. Also hat sie unten nur einen einzigen. Ich werde einen dickeren unten haben. Gabel wird abgeschnitten. Und richtig, ja. Sollte man abschneiden. Also es wird direkt abgesägt, dass man im Endeffekt keinen Wulst hat, ja. Richtig. Und dann kommt ein wunderschönes Werkzeug, mit dem man entgradet, kann ich jedem empfehlen, ist leider sehr günstig. Parallel wird es bei mir schon eingebaut. Da müssen wir schauen, wie wir mit der Höhe hinkommen, wie du frisst. Ja. Weil der ist richtig kurz hier. Schauen wir. Ein neues Sägeblatt, wenn nicht verkehrt. Wir entgraden. So schaut es danach aus. Professionell, abgegratet und abgeschnitten. Also ich habe auch nur 0,5, aber am Anfang hast du halt mehr Spielraum, wenn du ein bisschen... Ja, dann lass so. Was wird jetzt gerade gemacht? Die Headkralle wird eingeschlagen. Wenn der Hammer kommt. Ah. Weil es ist eine Werkstatt mit nur einem Hammer. Bei Hammer schrauben doch schon.
Wir haben das Erdbeben verursacht, falls ihr in München was wackeln habt, merken. Oh, sehr gut, sehr gut. Hast du da einen, weil es so knackst so schön, ist es ein Drehmoment. Drehmoment. Richtig. Ja. Hast du den richtigen Drehmoment eingestellt? Erstmal auf 6. Aber wir stellen alles andere mit Drehmoment ganz zum Schluss ein. Was nimmst du da, ein spezielles Fett oder was ist das? Wir haben mal von Tom von VarioLoop ein Spezialfett bekommen, was er mal gemacht hat. Also der Junge kennt sich mit Fetten und Ölen aus. Und ich finde es ganz gut. Ganz gut für Carbonrahmen, ganz gut. Und verhindert ein bisschen das Knarzen. Ah, jetzt ist das Tretlager drin. Das sind die Hülsen. Die Hülsen, jawohl. Marco presst jetzt mit die Lagerschalen ein, oder? Ja. Die macht man, die presst man dann rein und dann kommen ganz normale Lager in diese Hülsen rein. Nein. Nein, wie dann? Da sind die Lager schon mit drin. Ah, okay. Bis der Rahmen knackst oder wie hast du es im Gefühl? Ja, bis der Rahmen fast knackt, ja. Sehr gut. Ah, da sind die Lager schon mit drin. Was sind das für Lager, die wir eigentlich bekommen? Wir kriegen, oder ihr kriegt Lager von SRAM für DAP. Für DAP. 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 Das heißt, das ist das System. Das ist das System. Ja. Aber du hast ja E13. Genau, stimmt, ja. Du hast E13. Also bei dir wieder was anderes. Ich sehe schon, Marco ist ein bisschen weiter vorne. Lukas, der Schnelle, wie er genannt wird. Er holt von hinten auf. Er holt von hinten auf. Was sagt Petra? Das Leben ist eine Challenge. Erklär mal, Marco, wie bist du zum Radfahren gekommen? Das ist sehr lange her. Ich glaube, ich habe mit 8, 9 das erste Radl vom Opa zusammengeschraubt bekommen, wo wir dann immer Straßenrennen veranstaltet haben. Und dann war ich bei einem BMX-Club und dann ging das in einen Mountainbike-Club über in Coburg. Dann ging das in den BDR über, dann sind wir halt mal ein paar Rennen gefahren, hin und her. Eigentlich eher reingeschlittert. Er ist immer das Beste, oder? Und bis heute aktiv, wie alt bist du jetzt? Wie lange machst du es? 20 Jahre? Die erste, glaube ich, Lizenz habe ich mit 14 beantragt. Also sind es dann jetzt 25, 26 Jahre. Aber ich habe keine Lizenz mehr. Die habe ich abgegeben. Die Trinkerlizenz oder welche meinst du? Die UCI-Lizenz. Ah, okay. Um an professionellen Rennen teilzunehmen. Welche Art von Rennen? Welche Downhill, Art von Rennen? Downhill. Eigentlich fast nur Downhill. Ich bin fast nur Downhill gefahren. Ein paar Enduro-Rennen, wo dann der Enduro-Hype gekommen ist. Also man hat ja dann gesagt, so ab 35 Enduro ist das neue Downhill. Und aktive Karriere hast du jetzt sozusagen an den Nagel gehängt und hast jetzt den Radladen beide. Du machst ja den Alprausch und das Radleck. Nee, tatsächlich nicht. Nein, ich bin noch Rennen gefahren, wo ich beide Läden hätte oder hatte, anteilsmäßig. Tatsächlich habe ich aufgehört, wo ich mich vor 3 Jahren bei der Deutschen Meisterschaft so abgelegt habe, dass ich das Laufen neu gelernt habe. Mein Radl ist ja teilweise Budget sozusagen, also nicht alles High Class. Ich habe auch normale Alu-Laufräder, währenddessen beim Nico ja dann Carbon drin ist. Und ich habe bei der Kurbel nicht das Top-Top-Modell, sondern dafür dann eine X0-Schaltung, haben wir gesagt. Wir haben jetzt mal gewählt, so ein Ding aus gutem Verschleiß. Also das Kettenblatt kann man tauschen, das ist nicht das Problem. Tatsächlich haben wir zur GX-Kurbel gerade mal, ich glaube, 40 oder 45 Gramm Unterschied. Also von daher, das kann man außen vor lassen. Aber diese Kurbel ist halt einfach fast um die Hälfte günstiger. Und deshalb nehmen wir das, um das Geld einfach in die Schaltung zu stecken. Da schmeißen wir X01 drauf, Eagle, mit auch der X01 Kassette. Und da kann man richtig sparen, weil das ist die 1295, die nächst untere ist die 1275 und das macht schon 200 Gramm Gewicht aus und das ist enorm bei so einem Teil. 100 Euro, die wir uns jetzt bei der Kurbel gespart haben, die
schmeißen wir aufs Schaltwerk drauf und dementsprechend ja, haben wir eigentlich, finde ich, ein ganz gutes Setup. Und wenn man so manche Kurbeln anschaut, sind die Carbonkurbeln immer sehr kaputt oder abgeschrabbelt ja. Und so weiter und so fort. Und was macht ihr da gerade? Teilestudium? Also wir sind jetzt gerade dabei, für mich die E13-Teile zusammenzubauen und wir müssen halt nur gucken, wie alles zusammenpasst. Und ich habe natürlich blau genommen, passend zu meinem Rahmen. Hier wird jetzt bei mir das Tretlager und der Freilauf für den Laufradsatz von E13 montiert. Oh, okay, es war von Petra. Da wird jetzt die Achse reingesteckt. Und wir hoffen, dass sie laut ist, weil Petra mag immer nur laute Narben. Das ist nicht laut. Nicht laut? Nein, nicht laut. Muss man das Fett wegmachen? Das macht keinen Sinn. Was dann? Wie kann man laut machen? Andere Narben. Andere Narben. Hast du genug Fett reingemacht, Marco? Weil das ist doch das A und O. Hier ist tatsächlich von SRAM vorgegeben, dass man nur das Fett nehmen sollte, was hier drin ist. Echt? Okay. Ja. Spült sich das nicht so schnell raus? Wenn man diese Frage kann ich nicht. Hochdruckreiniger macht man sowieso nicht. Du ziehst jetzt die Kassette sozusagen an, oder? Richtig. Aber ich kann sie doch auch immer so noch runterschieben, wenn es dann festgezogen ist, oder? Bei einem anderen Hersteller ja, bei dem Hersteller, den du dir ausgesucht hast, nicht. Oh, das hört sich aber gut an. Ja. Bei den Bremsscheiben haben wir jetzt schon den ersten Unterschied. Nico hat die RT86, ich habe die 76, das heißt, er hat mit Alukern, ich nicht. Und seine halten besser bei langen Abfahrten, haben wir gelernt. Allerdings kann man das mit der Größe der Bremsscheibe auch ein bisschen abbuffern. Dafür sollten seine nicht so langlebig sein wie meine. Und es wird doch ganz spannend im Betrieb, würde ich sagen, zu sehen, ob das tatsächlich der Fall sein wird oder nicht. Yes, Challenge höre ich da hinten. Und wie gesagt, das Leben ist ein Wettkampf. Langsam schon zu den Bremsen. Da rennt er vorbei. Also auf jeden Fall ist es die Saint geworden. Die Bedienungsanleitung lege ich alle bei, ja, hier, damit ihr auch die Bedienungsanleitung alle habt für die Bremsen, wie man eine Bremse bedient. Ja, die werde ich auf jeden Fall studieren. Die nächste Fuselei kommt. Innenverlegte Züge, wunderschön. 0,0 Fuselei, weil Yeti macht hier einen richtig guten Job. Also wir haben gerade gelernt, keine Fudelei bei den Zügen. Das beobachten wir natürlich akribisch. Man merke, Bremse oben, Schaltung unten. Haben wir schon wieder was gelernt. Gut, dass wir das Video machen. Against what learned. Für ist es schwierig, wenn sie in den XL-Rahmen fährt? Ich hoffe, er ist M. Aber wir werden das alles noch kontrollieren. Na, auf jeden Fall macht es für den Endkunden schwierig, das selbst zu verlegen, finde ich tatsächlich. Aber es ist zu schön zu sehen, dass auch in der Werkstatt ein bisschen gelitten werden muss bei sowas. Oh, die Bremse ist dran. Und was gibt es zu beachten? In dem Fall nicht viel, weil sie relativ gut durch den Rahmen verlegt werden kann. Hier raus, da rein. Also der Trick ist, man startet von hinten, habe ich gesehen. Ja, bei der Federsattelstütze wollte ich jetzt schon sagen, bei der abgefederten Sattelstütze von oben nach unten, also quasi der Dropper Post, haben wir tatsächlich von oben machen müssen. Und hier dürfen wir von hinten ran. Und dann kommt es da vorne. Schön. Naja, diese kleinen Feinheiten, die muss man halt wissen, ansonsten leidet man ganz schön. Und der Nico kann man schnell ziehen. Wir montieren natürlich die Leitung von außen. So wie sich das gehört. Das könnten wir. Ersparnis könnten wir hier noch Titanschrauben von Shimano nehmen. Ja, weil wir haben hier einen Direct Mount, 180 mm. Wir brauchen keinen Adapter.
und dementsprechend kann man sich ein wenig Gewicht sparen. That's wonderful, aber da ich jetzt nicht so sehr auf Gewichtsoptimierung bin, I don't care. Schade. Jetzt wird mein Lager eingefahren oder meine Kurbel da aufgemacht. Ein Lager hat er schon eingepresst, da war ich gerade beim Getränke holen. Eieiei, hochprofessionell. Ist die Kurbel leicht? Ja, super leicht. Carbon statt Kondition. Lukas, stell dich mal kurz vor, wie bist du zum Radfahren gekommen? Ich habe zu Schulzeiten, ich glaube 10. Klasse, halt mit dem Radfahren angefangen, erstes Hardtail gekauft und dann angefangen im Shop zu schrauben und dann irgendwann das erste Fully, erst einmal Bikepark und dann halt immer weiter im Shop geschraubt, um die teuren Fahrradteile zu finanzieren. Und dann ging das so seinen Lauf, genau. Und nach der Schule dann Ausbildung gemacht in dem Bereich. Du hast sogar deinen Meister gemacht, habe ich gehört. Ja, genau, vor 3 Jahren. Ja. Zweiradmechanikmeister, oder genau. Wie nennt man das? Zweirad-Mechatronikermeister. Mechatroniker, ja. Beziehungsweise stimmt. Ich habe noch den Mechanikermeister gemacht. Aha. Aber mittlerweile ist, glaube ich, Mechatronikermeister. Ah. Genau, jetzt, die ändern das ja alle. Genau. Paar Wochen sozusagen. Alle paar Wochen, nee, alle Mechanikerberufe, die werden jetzt umgewandelt in Mechatronikerberufe. So, Lukas dreht jetzt mit einem Drehmomentschlüssel die, macht die Kurbel fest, oder? Genau. Wie viel Newtonmeter hast du jetzt drin? 40. Da. Steht auch in der Anleitung, oder? Bei E13. Ah ja, 40 Newtonmeter, perfekt. Ein weiterer Schnelldurchlauf vom Gewusel. Lukas haut jetzt mal Milch für mich in den Reifen rein. Wie viel haust du denn rein? Ich hätte das jetzt 60 Milliliter gemacht. 60 ja. Milliliter. Warum nicht ein bisschen mehr? Kannst auch ein bisschen mehr reinmachen, aber 60 ist eigentlich für die Reifenbreite gut. Ah, okay. So. Ist breit genug, die Reifenbreite? Auf jeden Fall. Was hast du da? 2,5 vorne, 2,4 hinten oder auch 2,5 hinten? Irgendwie so. Ja, das passt. Ich fahre 2,5, 2,4. Jetzt wird die Milch direkt in den Reifen gespritzt. Aber du hast eigentlich ein Mega-Ventil, wo du das auch direkt über eine Flasche machen kannst. Marco zeigt seine Muskelkraft. Wie ziehe ich den Reifen auf? So Marco, welchen Reifen hast du jetzt verbaut? Maxxis Minion, die Harrier. Double Down. Petras Fahrrad an der Stelle. Da haben wir gerade was sagt man da? Ja, das schon, aber die Frage war, also wir hatten, ich sag, wenn ich durchschlage, dann eher hinten und die Herren meinten, wenn sie durchschlagen, dann eher vorne. Wie geht es euch so? Wenn ihr einen Durchschlag habt, habt ihr den eher hinten oder vorne? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Nico zeigt gerade schon den Sattelunterschied, weil früher bin ich einen 14er Sattel gefahren, weil ich habe schließlich 14er Sitzknochenabstand und bei Esculap haben wir jetzt gelernt, dass man einen 16er Sattel braucht mit 14er Sitzknochenabstand. Verdammt, der ist bereit, leider. Und das ist eben dieser Handschuh, von dem ich jetzt öfter erzählt habe im SQLab-Video, mit dem ich die Sattelneigung hinbekommen habe. Guck mal, der Marco ist auch nebenbei noch Bierbräuer anscheinend, weil Bierbrauer, weil der Bräuer hat so ein Fassel dran, Brauer. Radleckbier. Also wir radeln jetzt mal mit Marco. Hier gibt es noch einen Verlauf der Etiketten und da seht ihr das Radleckbier ziemlich auf der rechten Seite. So, jetzt sehen wir, was der wirkliche Vorteil an dem Ventil ist. Geht allerdings nur mit diesen kleinen Fläschchen natürlich. Es gibt von Schwalbe aber auch so Aufsätze, die man da reinschrauben kann. Milch war ich jetzt nicht so überzeugt, weil das hat es mir mal den ganzen Laden zersprengt. Und da war früher sehr viel Glitterzeug drin. Warum? Kann ich nicht sagen, aber das Zeug wegzubekommen, ich glaube, ich habe es sogar noch in der Felge drin, die ich noch fahre. Ekelhaft. Ich mag Glitzer, vielleicht wäre das was für mich. Ich habe aber auch schon mal beobachtet, wie sowas sprengt, tubeless, deswegen war ich ja bisher immer abgeneigt, aber jetzt hat mich die Farbe der Ventile überzeugt. Hoffentlich jetzt kein Reinfall. Wie stehst du zu tubeless? War ich bis lange Zeit kein Fan von. Ich habe es auch tatsächlich nie im Rennen so wirklich verstanden, weil ich immer einen Reifen hatte, einen Luftdruck hatte. Und den bin ich gefahren, den habe ich von den Strecken ein bisschen unabhängig voneinander gemacht. Also von daher, aber mittlerweile fahre ich nur noch tubeless. Kommt denn jetzt dran? Schaltung, Schaltzug, Schalthülle, Hülle. Hülle.
Ach so, das wird jetzt auch durch den Rahmen gezogen sozusagen. Ganz einfach von oben nach unten. Warum lacht er denn jetzt? Weil jetzt nur noch ein Loch frei ist und vorhin hatten wir die Bremse und da durften wir uns raussuchen, ob wir richtig oder falsch sind. Ob ihr das richtige Loch gewählt habt, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wir machen es jetzt aber mal von hinten. Ja, und wenn Sie hier drauf gucken, schauen Sie, geht es ganz einfach hinein. Das hat diese Firma, die zwei Buchstaben mehr hat wie Y und T, sehr clever gelöst. Innenverlegte Züge nennt man sowas, oder? Im Rahmen. Richtig, ja. Ist, seitdem es da, sage ich mal, Inhouse-Leinen gibt, also quasi richtige Kanäle, wo man es durchschieben kann, ein wesentlich geilerer Vorteil als früher, wo man noch den Rahmen unten aufmachen musste, fummeln musste und dann hatte man 8 Hände, 4 Füße und der Azubi hat die Lampe gehalten und dann hast du ihn watschen können, weil er die Lampe genau dann dir ins Licht, wo du schrecklich. Stimmt's, Lukas? Was machst du jetzt? Ich schiebe jetzt die Bremsleitung durch den Rahmen. Von vorne oder von hinten? Von hinten. Das seid ihr nicht ernsthaft. Ja, das ist gut, dass wir das gemacht haben. Den Mismatch-Adapter. Because of. Wir haben eine Shimano-Bremse und einen X0 SRAM-Schalter. Dann habe ich hier sogar noch einen, nicht das aktuelle Modell Shimano, weil wir nehmen ja Saint. Ja, die mag ich halt einfach. Ja, das mag sein, ja. Und da gibt es von Problem Solvers, also ich will hier keine Werbung machen oder so, aber die Firma ist schon sehr geil. Problem Solvers, also Problemlöser. Wir haben das Problem, dass wir eine Iceback B-Bremse haben und einen SRAM MMX Schalthebel, was auch immer das heißen mag. Und dementsprechend macht man das hier rein. Hier. John Stecker rein. Und dann kriegt man den Adapter hier drauf. So. Und dann schaut das wunderschön aus, weil man ein One Piece hat. Es ist zwar ein bisschen groß, schaut voluminös aus, aber es wiegt tatsächlich nicht sehr viel. Ich würde sagen 22 Gramm. Sei mir das gut. Wir haben da vorne eine Waage, du darfst es sehr gerne prüfen. Sollte ich recht haben, ist das nächste Bier meins, auf deine Rechnung. Wird spannend, die Waage ist auf 0. 13 Gramm. Das Bier geht nicht auf mich. Das Bier hätte ich getragen, aber habe ich nochmal Glück gehabt. Was denn? Wie viel sind es? 13. Das Bier nehme ich trotzdem. Solltet ihr irgendeine ältere Bremse haben und einen neueren Schalthebel, wollt umbauen auf 12-fach oder 13-fach, wie auch immer, weiß der Geier, was es demnächst bald alles gibt, ist das eine ganz schöne Aktion. Der wie er meine alte Bremse disst, aber die Saint ist einfach geil, wo wir wieder beim Geil wären. Die Saint ist tatsächlich eine sehr gute Bremse. Leider im Moment nicht mehr im Programm, kommt wohl demnächst hoffentlich bald eine neue. Aber ob die viel besser ihr, werden solltet ihr, eine ultimative Bremse haben wollen, empfehle ich Saint Hebel und XTR Caliber. Nein, die XTR tut es nicht. Du brauchst den Saint Hebel. Es ist essentiell, weil Gold. Das ist wahr. Die Farbe von der Saint ist wirklich essentiell. Marco, der Richie Root, der hat immer XTR Saint Kombi gefahren. Was ist der Marco gefahren? Nee, Richie Root. Don't forget die Unterlegscheibe. Die haben wir leider falsch montiert. Oh damn. Naja, nichts, was sich noch ändern lassen würde. Genau, die Unterlegscheibe kommt hier rein. Siehst du? Da. You see? Und dann kann ich mismatchen. Wir haben auch gerade festgestellt, man muss die Schraube, die Originalschraube raustun, weil normalerweise habe ich hier noch eine Schraube drin. Problem, 4,50 kostet die Flasche. Ja. Es ist auch nach dem deutschen Nichtreinheitsgebot gebraut und hat dementsprechend ein wenig mehr Profilierung. Die verhandeln gerade übers Bier, falls ihr euch wundert, aber wir filmen weiterhin das Schrauben. Genau.
Hashtag Schleichwerbung. Nein, man muss natürlich die Drehmomente beachten. Und wenn man zu viel Bier getrunken hat, sollte man auch beachten, dass man den Schalthebel richtig montiert. Und nicht so... Oh, Dio. Wir hatten übrigens erst ein Bier, eins, gell? Und das ist gar nicht so groß. Mittlerweile ist er schon richtig drauf, der Schalthebel. Flupp. Der war vorher auch schon richtig drauf. Wie weit man mit guten Stockparts kommt, sieht man, indem man ein fast fertiges Fahrrad hat und ein fast noch nicht fertiges Fahrrad hat. Wir sind ja auch ein Gewinnerteam, ist ja klar, oder? Sowieso. Die Frisur auch schon etwas geändert. Warum? Ja. Ja, was essen wir eigentlich? Was tut sich bei deinem Rad so? Also wir sind jetzt gerade dran, die Kassette richtig aufzuziehen von E13. Das sind zwei Teile. Man muss dann nach dieser Anleitung fortfahren und da gibt es ein Schloss. Auf dem Boden lag. Doch, klar. Offen und zu und da gibt es dann eine Sicherheitsklasse. Also wir sind bei Platz oder bei 7-8 in den letzten Zügen. Ich aus Metall. Schalthüllen-Endanschlag bekommen. Aus Metall. Jetzt wird die Schaltung eingestellt? Nein, wird sie nicht. Verdammt, was wird denn jetzt gemacht? Einfach nur der Zug ein bisschen gezogen, die Hülle ein bisschen gezogen, damit sich das dann zieht und dass man dann im Endeffekt beim Schalten irgendwann mal nicht das Problem hat, dass man 15.000 Mal nachstellen muss. Deshalb ziehen wir hier hinten den Zug fest, schalten ein paar Mal nach oben durch, dadurch setzt sich einfach die Hülle mit den Endstecken ein bisschen und dann funktioniert das. Ah, super. Das heißt, es ist eigentlich dieses, wo man früher gesagt hat, die ersten 1000 Kilometer und dann muss man nachspannen. Das hat sich dann fast erledigt, ja. Jetzt geht es auch bei uns daneben, aber das hält uns nicht auf. Weg, weg. So, jetzt kommt die Luft. Jetzt ist voll. Langsam auf. Team 1 wird jetzt bald abgelöst, weil ich werde jetzt... Doch, klar. Lukas ist in den letzten Zügen. So, dann bauen wir schon mal die Kette drauf. Oh, ist da das Glied runtergefallen? Kettenführer haben wir noch, Lukas, gell? Den dürfen wir. Ja. Vielleicht bin ich jetzt mit dem Rad ja schneller als Sie, weil ich die schnellere Farbe habe. Und die schnelleren Komponenten. Also Nico hat sich tatsächlich ein leichteres Rad aufgebaut diesmal, als ich habe. Mal sehen, wie das dann aussieht. Das glaube ich nicht. Was leichter? Ja. Doch, das wird leichter. Nein. Meinst du nicht? Ich habe noch eine gute Zutat. Welche? Heliumluftballon. Extra Love. Alter Schwede. Ich glaube, wir müssen langsam mal ein bisschen Bier nachholen. Extra Love. So, jetzt macht Marco. Jetzt kommt was mit der Kette. Aber jetzt kommt doch nichts mehr. Wieder weg. Verdammt. Ach, Kette kommt. Da ist der Kettennieter, den erkenne ich auch. Toll. Oder ja? Ja. Richtig. Jetzt haben wir den Kettenspreizer und der lacht da drüben. Ist das so? Wir schließen das Kettenschloss. Ja. Lukas, welche Bremse verbauen wir? Eine Shimano Sane verbauen wir. Ist es eine gute Bremse? Ja, das ist die Downhill-Bremse. Eigentlich gnadenlos überdimensioniert auf dem SB130, aber... Aber leider geil, oder? Ja. Ja. Leider geil. Jetzt cutten wir das mal genau auf die richtige Länge. Das Öl spritzt, nein, doch nicht. Arterie getroffen, er hält es nach oben. Kappe. Dann steckt man es. Darfst du nur nicht vergessen, das Teil hier. Genau. Den Schutz, dann steckt man das Ding rein. Da müsst du ein Teil dann zum Reindrücken. Petra übernimmt. Nicht saugen an dem Ding, bitte. Sonst spritzt die Leitung. Ah, und jetzt wird es mit dieser Maschine sozusagen reingedrückt. Das ist der Stöpsel für das... Das ist die Stützhülse. Stützhülse, so hieß es. Genau. Petras alter Transalp-Sattel wird gerade runtergebaut und die Konstruktion, die ich da reingebastelt habe, dass es hält oder dass sie noch den weiter von der Neigung her bekommt. Und jetzt haben wir nämlich einen SQ-Lab-Sattel. Wo ist der Satansbraten? Ist er schon hier? Ah, perfekt. Ganz schön breit. Ich habe einen schmäleren, glaube ich.
Viel Schmäler. Weißt du das schon, Petra? Ja. Menschenskinder. Piep, Arschloch, hat sie gerade zu mir gesagt. Das ist so unheimlich. Na, auf der Sattelreite, auf der Sattelbreite kann man nicht rumreiten, wenn dann nur auf den Sattel kann man reiten. Wow, Petra, jetzt brauchst du kein Schutzblech mehr, wenn der Sattel von Aesculap drauf ist. Jetzt wird der Behälter oben entlüftet. Hast du die Bremse auch gerade gemacht? Jetzt muss man immer ganz leicht pumpen, oder? Wie war das? Entlüftet jetzt die Bremse. Auf was achtest du jetzt? Ich habe nur den Trichter aufgesetzt, lasse ein bisschen den Hebel schnalzen und klopfe ein paar Mal auf die Leitung. Dann sollten eigentlich die Luftblasen hier aus dem Geber nach oben rauskommen. Und man sieht es dann in der Flüssigkeit so blub, blub, genau, oder? Ja. Es sind ein paar kleine Bläschen, aber Druckpunkt ist schon da, das war's schon. Ganz cooles gemacht, mach nochmal. Er hat den Bremshebel vom Griff gemessen und macht es an beiden Seiten. Und das finde ich mega, weil dann hat man den gleich. Wir sind fast bereit, wenn der nette Herr aus dem Video geht, aus der Kamera. Nein, also wir sind jetzt ungefähr um 3:30 waren wir hier. Wir haben um 4 angefangen, 1, 2, 3,5, 4 Stunden. Für beide Räder ist eigentlich sehr, sehr cool. Da sind die Jungs wirklich fit hier in dem Laden im Radeleck. Bei vollem Betrieb, Geschäftsbetrieb. Genau, und man muss wirklich sagen, die Räder stehen eigentlich drin. Also Antrieb ist drin, Bremsen sind montiert und jetzt kommt noch bei mir die Kette rein, Pedale drauf und dann kann das Ding eigentlich schon aus dem Laden rollen. Echt, echt sehr cool. Ganz fertig ist noch nicht, aber zwischendrin gibt es jetzt eine Stärkung. Nico, wo bist du? Erklär mal, wie du die Schaltung einstellst. Ich habe hier so eine Leere, dann schalte ich hier in den zweiten Gang. Steht hier auch irgendwo drauf. Adjust in second gear. Dann packe ich die hier einmal drauf. Genau, dann tue ich in den vorgesehenen Sack. Das sind hier 15,5 mm. Und dann muss hier der Pfeil mit der Schraube matchen. Haben wir schon eingestellt, passt. Optimal, fertig. Perfekt. Also man muss praktisch den Sack hier einstellen, um die Schaltung bei SRAM richtig einzustellen. Das richtig? Ja, theoretisch, ja. Theoretisch. Wir haben gerade, es gibt von Yeti anscheinend eine App, wo man dann seinen Dämpfer, was der Lukas gerade macht, einstellen kann. Und die Gabel. Und dann die Gabel, genau. Ich habe 150 mm und dass das Fahrwerk halt dann genau auf mich abgestimmt ist. Wir haben jetzt auch gerade eine kleine Challenge gestartet, welches Rad welches Gewicht haben wird. Jeder hat jetzt 2 Gewichte abgegeben. Alle denken, dass meins ein bisschen schwerer ist, außer Lukas, der denkt, dass die genau gleich schwer sind. Und es wird nachher noch gewogen und aufgelöst, natürlich auch, wer gewonnen hat. Und man muss aber dazu sagen, dass schlussendlich ich die schwere Gabel drin habe und Peter die leichtere. Dafür hat Petra wiederum die 180 Gramm weniger Laufradsatz. Ja. Genau, also es wird spannend, weil Petra ist konsequent auf Aluminium gegangen vom Laufradsatz. Ich habe Carbon. Und ja, auch bei den Teilen bin ich ein bisschen, also bei der Kurbel bin ich ein bisschen schwerer wie du. Beim Sattel ein bisschen breiter als aha. Ich. Also die Sonne ist untergegangen, es ist aber noch hell genug. Wir haben Petras Fahrrad fertig gebracht. Mega geil, die Farbe sieht super aus. Marco hat sich echt ins Zeug gelegt. Also man sieht einfach, es ist ein wunderschöner Rahmen. Ja, Marco, zu dir kurz. Willst du einfach mal kurz erklären, was die Besonderheit an dem Dämpfungssystem ist? Hinten. Also es ist ja nicht das Dämpfungssystem in der Hinsicht, sondern es ist quasi die Anlenkung des Hinterbaus. Die Anlenkung des Hinterbaus läuft auf einem Schienensystem, was Yeti schon seit fast 20 Jahren im System hat. Entweder lief es mal auf richtigen Schienen, wo der Hinterbau immer parallel nach oben zum Impact kommt. Und das ist genau dieses System, was auch Yeti hier ein bisschen fortgeführt hat. Aber ansonsten ist es tatsächlich das Anti-Squat. Anti-Squat ist eigentlich nichts anderes wie, was passiert, wenn ich aus einer Fahrbewegung rausgehe und in die Pedale trete. Dann möchte ich nicht, dass der Hinterbau wie bei einem Viergelenker oder wie wir es früher immer beim Eingelenker hatten, in die Knie geht. Quasi diese Kraft, die, wo jeder mal sagt, ich muss den Hinterbau, den muss ich entriegeln, den muss ich steif machen, den muss ich festmachen, ich brauche einen Lockout. Das braucht man hier nicht, weil mit diesem System quasi, Yeti hat hier ein Schienensystem mit Fox entwickelt, das sogenannte Switch Infinity System, wo der Hinterbau linear hoch und runter arbeitet. Je nachdem, in welchem Teil ich mich bewege, wenn ich zum Beispiel in die Pedale trete, dann geht es nach unten, dadurch wird der Kettenzug verhärtet
ich drücke es jetzt mal einfach aus, wird verhärtet. Das bedeutet, der Hinterbau geht nach hinten, der Druck geht nach vorne und dementsprechend zerrt sich der Hinterbau auseinander. Ähnlich wie es Santa Cruz bei dem VPP-System hat. Allerdings habe ich hier halt einen Vorteil bei. Der Hinterbau geht immer straight in eine Richtung. Also die Einfederkurve geht immer so und nicht wie bei anderen Viergelenkern oder VPP, dass der Hinterbau erstmal nach hinten gehen muss und dann die Raderhebungskurve nach hinten und nach oben, sondern dieser Hinterbau arbeitet eigentlich genau so wie die Gabel in diesem Winkel immer von unten nach hinten oben und dementsprechend brauche ich eigentlich kein Lockout. Das wird vielleicht dann Petra irgendwann mal sagen, wow, ich habe vergessen den Lockout drauf zu machen, war genauso schnell wie vorher. Das ist das besondere System daran, das ist halt einfach, Yeti hat das schon Ewigkeiten drin, ob es damals der Dogbone beim ASR war oder die Flexible Chainstay oder in den Downhill-Serien das Rail-System, also das gibt es schon ewig. Da versucht Yeti immer irgendwo eine gewisse Balance zu finden, dass man eigentlich das Dämpfer-Setup absolut Performance bergab machen kann, ohne dass man einen Nachteil hat mit einem offenen Dämpfer, den man dann bergauf fährt. Das heißt eigentlich jetzt für mich verstanden, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wenn du jetzt mit einem Fuß reintretest, dann dürfte sich der Hinterbau... Der Hinterbau verhärtet sich. Der verhärtet sich ein bisschen. Genau. Also mach das doch bitte mal oder führ das doch mal vor, wenn du mit deinem ins das Pedal drückst. Das ist ungefähr, drückst. Weil wir das Radl nicht auf mein Gewicht eingestellt haben, sondern auf Petras Gewicht. Das würde bedeuten, mit ungefähr 15 Kilo mehr würde ich jetzt mehr reintreten. Ja, so jetzt im Stand meine ich. Also okay. Wenn du jetzt so ein bisschen... Man sieht es nicht wirklich im Stand, aber ich sehe es zum Beispiel hier, der Dämpfer funktioniert und jetzt kann ich vielleicht kurz erkennen, dass das Switch Infinity nach oben geht. Ja, sieht man das? Und ab einem gewissen Punkt wandert es wieder nach unten. Und diese Raderhebungskurve, wenn ich jetzt hier reingehe, tut sich nichts. Sieht man das? Kann man das erkennen? Also, dass der nach unten geht, sieht man auf jeden Fall. Ja, jetzt, sieht man. Jetzt so, bewegt er sich jetzt, gar nicht, oder? Wenn ich jetzt drauf trete, jetzt bin ich im sogenannten Squat Point, dann bewegt es sich wesentlich mehr. Wenn ich hier oben bin, bewegt es sich wesentlich weniger. Hat man das okay. Ungefähr? Ja, hat man erkannt? Wunderbar. Und das ist diese Pedalbewegung. Hier bin ich in der Pedalbewegung und hier bin ich nicht in der Pedalbewegung und dementsprechend... Genau, richtig. Perfekt. Das ist das. Ja, super. Und es ist ein Vollcarbon-Rahmen plus Hinterbau auch. Also die gehen immer auf Komplettcarbon und nicht... Genau, wie es andere Firmen vor 5 Jahren Aluminium aus dem Komplettprogramm gestrichen, außer für die Prototypen. Ja, es ist der mittlerweile einfachere Werkstoff, den man verarbeiten kann. Aluminium wird immer teurer. Carbon dagegen kann man feiner arbeiten. Ich kriege andere Linien her. Klar kriege ich mit Hydroforming auch was her, aber Yeti ist komplett auf Carbon gegangen. Ja, super, dann danken wir dir an der Stelle und schauen mal in die Werkstatt, ob mein blauer Teufel schon fertig ist. Ja, und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob man die Folie sieht. Also wir haben, wie gesagt, bei Easy Frame es folieren lassen. Ich finde, man sieht es gar nicht. Petra, was sagst du? Also ich finde auch, dass man es nicht sieht. Das ist top. Marco, was sagst du? Ich mag Folie. Spart, wenn der Gelbbeutel wird... Nicht leerer, sondern er bleibt voller bei der Folie. Tatsächlich geht es eher um das Ausbleichen der Farbe und so kleine Low-Cuts. Also gerade wenn du Kurbel, was halt Abschürfen angeht, den Lack. Gerade bei Carbon ist es halt ein bisschen was anderes. Man hat halt nicht mehr den dicken Lack drauf wie früher, dass du halt, man schaut halt, dass man da irgendwie Gewicht spart. Man hat meistens eine Transferfolie drauf oder Lacktransferfolie. Also der Lack ist sehr, sehr dünn. Beim Aluminium ist was anderes, wird mittlerweile mehr anodisiert oder pulverbeschichtet. Das kannst du natürlich nicht machen bei Carbon. Also Carbon pulverbeschichten, danach hast du einen Klumpen Aluminium, Klumpen Carbon. Also das macht nicht sehr viel Sinn. Also das heißt, die Schutzfolie macht richtig Sinn und es ist für die einfach Dauer... um die schöne Optik des Rahmens erhalten zu lassen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade sehe, wir können einen Flaschenhalter montieren, was bei vielen Herstellern heute auch nicht mehr selbstverständlich ist. Klar, das erste Bike wird jetzt schon mal gewogen. Das wird spannend. Drück mir die Daumen. So dunkel man sieht nicht. Doch, doch. 14,63, oder? 14,63. Ja. Sodala, mein Rad ist jetzt auch in den letzten Zügen. Lukas schraubt wie ein Weltmeister, also echt geil.
Wir haben bei mir so ein paar kleine Details, paar Unterschiede gehabt. Ich habe mir eine Kettenführung noch gewünscht, weil wenn man bergab heizt, dann, dass die Kette nicht abspringt. Und ja, wir müssen noch die für die Sattelstange das Kabel verlegen, innen natürlich. Und dann ist es auch fertig. Bin gespannt. Ja. Also ich habe auch, das wusste ich gar nicht, eine passende Kette dazu bekommen. Seht ihr das, den Effekt? Und passend zum blauen. Ja, 95 Euro. Ja, das ist ein bisschen. Ja gut, die Pizza hat 55 gekostet für 5 Leute. Insofern, dann darf eine Kette auch mal 95 kosten. Um das Setup richtig einstellen zu können, gibt es auf der Homepage Hilfe. yetiseigels.com Shock Setup Calculator. Da kann ich reingehen, kann mein Modell raussuchen. Wir haben hier ein 22er Modell, wir haben den SB130 und wir haben das Turk Lunchride Set. Gehe ich hier drauf, gebe das Fahrergewicht ein. Bei Petra schlanke 75 Kilo. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Also selbst Yeti zeigt mir an, wenn ich standardmäßig würde das Radl mit einem Maxxis Asselgei 2.5 ausgeliefert, 23 bis 25 PSI, wäre der perfekte Luftdruck vorne bei 80 PSI der Gabel. Wir haben jetzt bei dir eine Rockshox-Federgabel, aber Fox Factory Float X 210 x 55, das ist die Einbaulänge. 18 mm Sec bedeutet 170 bis 180 PSI Pressure. Wir haben eine Minion Rear 2.4, 26 bis 28 PSI. Und dann haben wir hier die Clicks, 1 open, 7 till 9, 6 till 8. Und dementsprechend kann man das Grundsetup nehmen. Es passt zu 90-95% immer, das sagen uns die Kunden. Klar gibt es immer mal andere Leute, die ein anderes Fahrverhalten haben, der eine ein bisschen aggressiver, aber man kann mit dem sehr, sehr gut gehen. Man kann sich das Ganze safen, indem man dann quasi, wenn man einen Yeti hat, es noch nicht vielleicht registriert hat oder man kann es registrieren, gibt man seinen First Name, Last Name, E-Mail ein. Wichtig ist, dass es die E-Mail-Adresse ist, mit der ich mich das, weil man kann das Rad bei Yeti online registrieren. Wenn man die gleiche E-Mail hinterlegt, dann ist das alles bei Yeti integriert. Ich habe dann meine Long Life Warranty with no Bullshit. Ich habe ein Crash Replacement System und so weiter und so fort. Dann ist das alles gleich hinterlegt. Und sollte sich irgendwas mal ändern, kann es sein, dass Yeti sagt, hey, pass auf, wir haben das und das und das festgestellt. Probier mal das Setup aus, damit funktioniert es vielleicht ein Ticken besser. Und dann habe ich alles drin. Ah, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Wir wiegen es. 14,8. Marco, kannst du nicht ruhiger? Das müssen wir nochmal. Hast du da was manipuliert oder wie? Also Marco hat perfekt geschätzt. Jedoch genau andersrum, weil er dachte, meins wäre 14,9 und Nico ist 14,5 und das ist genau andersrum. Nico glaubt noch nicht, dass sein schwerer ist. 14,8. Ah, jetzt ist es leichter. Ah, nee, 14,8, ja. 14,9. An was das wohl liegen wird? Wir haben fast 300 Gramm Unterschied an der Federgabel und jetzt noch gemogelt, damit wir unter 14,9 bleiben. Ja, wir haben die Top Cap weggelassen und natürlich auch die immense Kettenführung. Das ist eher die Kette, oder? Nein, die Kette definitiv. Für 95 Euro? Nein, nein, es ist nicht die Kette. Nicht die Kette. Okay. Puh, damit sind unsere Bikes fertig. Mega gut, es war uns eine Ehre. Vielen Dank für den Aufbau. Wenn es Fragen geben sollte, dann auf jeden Fall ab damit in die Kommentare. Wir kommen auch immer mal wieder her. Wenn es uns zu technisch wird, dann werden wir hier um Rat fragen. Genau, auch wenn viel los ist und wenn ihr mal Fragen habt, geht ins Radeleck in München in Schwabing. Es gibt noch einen zweiten Laden, da kann man auch Skier im Winter schleifen lassen und so. Richtig, genau. Da hatten wir Petras, wie war der Skiservice? Hat der getaugt? Den bin ich gefahren. Und ach, deshalb warst du so schnell unterwegs. Okay. Ja, wir haben von Oktober bis Ostern, von O bis O, haben wir, wo gucke ich eigentlich immer hin? Warum hältst du das direkt auf die Nase? haben wir wunderschönen Skiservice. Selber, handgemacht. Skiservice, handgemacht. Keine Maschine, sondern David und Philipp machen das alles per Hand. Kanten, Belege, etc., alles. Belgardstraße, Ecke? Herzogstraße. Und es kommt im Oktober dann immer so ein schönes Plakat zum Alprausch oben. Das kommt dieses Jahr nicht, nein. Sehr schade, weil ich kannte den Marco früher noch nicht und habe es trotzdem immer hingebracht, wegen dem Plakat. Ja.
aber leider gibt es Auflagen, städtische Auflagen, und die untersagen. Oder es ist mir dann zu teuer. Alles klar. Lukas, komm doch mal ins Bild. Lukas hat mein Rad aufgebaut. Wir gehen mal zusammen fahren, oder, Digga? Ja, so machen wir das. Danke, bleib dran, Daumen hoch und bis bald. Tschüss.